Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Flugzeuge dürfen über Müggelsee fliegen. Die Deutschen wollen im neuen Jahr weniger Stress und das Wetter am Wochenende besteht wieder eine Chance auf Sonne. Leben direkt am Meer. Wohnen unmittelbar am Strand von Rügen, Deutschlands größter Insel. Das Projekt Neues Prora verbindet großzügigen Wohnkomfort mit weltbekannter Architektur. Außendenkmal innen komplett neu erfunden. Lichtdurchflutete Apartments laden ein zum Wohlfühlen und Genießen. Hier hat man, glaube ich, eine Lage, die einmalig ist. Und das verspricht einfach eine gute Rendite für eine Immobilieninvestition und auch eine sichere Anlage. Leben Sie Ihren Traum. Profitieren Sie von den lukrativen Steuervergünstigungen dank staatlich geförderter Denkmalschutz AFA. Das macht Kaufen günstiger als Mieten. Für einen persönlichen Termin und weitere Informationen erreichen Sie uns telefonisch unter 030 3000 720 oder im Internet unter www.neues-prora.de. Ja, und damit herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 18. Dezember. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Müggelsee-Flugroute des Hauptstadtflughafens BER bestätigt. Der vierte Senat wies am Donnerstag die Klage eines Umweltverbandes und mehrerer Grundstücksbesitzer als unbegründet zurück. Die Bundesrichter folgten in der Revision dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, das die Klage in der Vorinstanz bereits abgewiesen hatte. Weder habe bei der Festlegung der Flugroute die Umweltverträglichkeit geprüft werden müssen, noch verstoße die Strecke gegen Naturschutzrecht, teilte das Gericht mit. Den Anwohnern des großen Müggelsees sei der Fluglärm zuzumuten, weil von einer Alternativroute über Erkner mehr Menschen von noch stärkerem Lärm betroffen wären. Bilanz am Sozialgericht. In den vergangenen 3 Jahren gab es rund 20% weniger Hartz-IV-Klagen am Berliner Sozialgericht. Das ist das Ergebnis der besseren Zusammenarbeit zwischen Jobcenter, den Sozialgerichten und den Menschen, die Hartz-IV beziehen. Am Donnerstag zogen Justizverwaltung und Arbeitsagentur dazu eine erste Bilanz. So klagte das Berliner Sozialgericht in der Vergangenheit immer wieder über die Flut der Einsprüche gegen die Jobcenter-Bescheide. Nun wurden Mitarbeiter aber besser geschult, Bescheide verständlicher geschrieben und angeblich besser mit Betroffenen kommuniziert. Das trägt offenbar erste Früchte. Hilfe für akut Amputierte. Moderator Eckart von Hirschhausen und die AOK Nordost, das Unfallkrankenhaus Berlin, die gesetzliche Unfallversicherung und der Bundesverband für Menschen mit Arm- und Beinamputationen wollen Patienten in schwierigen Lebenssituationen helfen. Sie schlossen am Donnerstag eine Kooperationsvereinbarung. Betroffene sollen somit besser informiert und die Angebote des Krankenhauses unterstützt werden. Im Kern geht es dabei darum, dass Betroffene andere Betroffene unterstützen und beraten. Ärztliche Betreuung über die Feiertage. Bei der Arztsuche der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin besteht ab sofort die Möglichkeit, Sprechzeiten von niedergelassenen Ärzten an den Werktagen zwischen den Weihnachtstagen und Silvester abzufragen. So erhalten auch Eltern erkrankter Kinder dort Auskunft über Sprechzeiten eines Kinderarztes in der Hauptstadt. Wer in der Online-Suche nicht weiterkommt oder darauf keinen Zugriff hat, erhält Auskünfte über diensthabende Praxen und die Erste-Hilfestellen des Kinderärztlichen Bereitschaftsdienstes an den Feiertagen und zwischen den Jahren bei der Leitstelle des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes und direkt bei der KV Berlin rund um die Uhr unter der Telefonnummer 030 31 003 3x4. Vorsätze zum neuen Jahr. Abnehmen, mit dem Rauchen aufhören, mehr Sport treiben. Das sind die Klassiker unter den guten Vorsätzen zu Beginn des neuen Jahres. Doch scheinbar gibt es bei den Deutschen einen Wandel, denn auf Platz 1 der Liste der Vorsätze für 2015 steht weniger Stress. 61% der Deutschen wollen in Stresssituationen gelassener reagieren. Dies ergab eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag der KKH Krankenkasse unter 1004 Personen. Gute Vorsätze sind bekannt dafür, häufig nicht umgesetzt zu werden. Trotzdem haben sich rund 90% der Befragten fürs kommende Jahr etwas fest vorgenommen. Hier sind die Top 5 der guten Vorsätze für das neue Jahr.
Platz 1, in Stresssituationen gelassener bleiben. 2, gesünder ernähren und mehr Sport treiben. 3, mehr Zeit für die Familie. Weniger Alkohol trinken liegt auf Platz 4. Und der letzte Platz, einen neuen Job suchen. Bei allem, was Sie sich vorgenommen haben, wir drücken Ihnen die Daumen. Lionel Messi ist jetzt Berliner. Zumindest im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds. Am Donnerstag wurde die Figur des weltberühmten Fußballers enthüllt. Die beiden Nationalspielerinnen Pauline Bremer und Jennifer Kramer hatten die Ehre, den Fußballer im Blitzlichtgewitter einmal genauer anzusehen. Immerhin, wann hat man schon mal das Vergnügen? Ja, und gleich gibt es das Wetter, also bleiben Sie dran. Leben Sie Ihren Traum von einer attraktiven Wohnanlage und profitieren Sie von den staatlichen Förderungen. Ihre Wohnung am Meer finden Sie unter www.neues-prora.de. Und damit sind wir auch schon bei den Wetteraussichten. Auch heute Nacht bleibt es bedeckt und regnerisch, der Wind nimmt langsam zu und die Tiefstwerte liegen bei milden 11 Grad. Am Freitag setzt sich das stürmische Regenwetter fort, auch das Quecksilber hält sich weiterhin oberhalb der 10-Grad-Marke. Und der Blick auf die kommenden Tage? Am Wochenende haben wir zumindest kurzweilig wieder die Chance auf etwas Sonne. Die Tageshöchstwerte liegen dann bei 7 bis 8 Grad. Vor allem am Samstag ist es aber dazu noch sehr windig und mit Regen oder Nieselregen muss ohnehin gerechnet werden. Am Montag nimmt der Wind wieder etwas zu und die Temperaturkurve bewegt sich leicht nach oben. Es bleibt bedeckt bei leichtem Dauerregen. Ja, und das waren sie, die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.